Ja, herzlich willkommen zu der Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir schreiten voran in der Humble Bundle Serie. Sind, glaube ich, schon. Ist es schon die 6. Folge? Ich glaube ja, Tim. Und diesmal heißt es Wertespiel Dear Esther. Und ich glaube, ich muss bei diesem Spiel so ein bisschen ruhiger reden und keine dummen Witze machen, weil es ein sehr emotionales Spiel sein könnte. Ich meine mich daran zu erinnern, vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren darüber gelesen zu haben. Und ich glaube, es ist ein sehr storylastiges Spiel. Ich finde das Menü, und ich habe ja eben schon mal so ein bisschen reingeschaut, wie das so aussieht und ob ich aufnehmen kann. Und es wirkt auf mich so, als wenn es auf der Source Engine basieren würde. Und lass uns doch einfach mal starten. Man kann es wohl auch mit Controller spielen, bei mir geht es mal wieder nicht. Dieses Kapitel spielen, ja bitte. Und es sieht ganz toll aus und es läuft gut. Und entweder ist irgendwas mit meinem Rechner passiert, oder es läuft einfach gut. Wer weiß das schon? Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und ich glaube, 15 Minuten reichen eigentlich nicht, aber... Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly, and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands. 300 years later, even they have departed. What? Also was ich jetzt ganz schön krass finde ist, ich habe ja eben das Spiel gestartet, um einen technischen Probelauf zu machen, und da hat Hans-Joachim was ganz anderes erzählt. Da hat er nämlich irgendwas erzählt davon, dass er hier capsized ist. Also, dass er hier irgendwo gekentert ist oder so, hat er jedenfalls die Andeutung gemacht. Und jetzt hat er was anderes erzählt. Jetzt hat er gesagt, als wir das erste Mal hier gelandet sind, hat er irgendwas von Schafen erzählt. Aber schaut euch mal die Grafik an, Leute. Schaut euch mal... Ich weiß, es gibt viel bessere Spiele, also grafisch jetzt gesehen. Aber ich finde es, dadurch, dass es auch so smooth läuft, trotz der Aufnahme... Ich bin einfach nur begeistert. Da hat sich jemand mal Gedanken gemacht. Da hat jemand mal geguckt, so, warte mal, wenn man jetzt hier Plus, Minus schreibt und noch eine andere Zahl hinzufügt, dann läuft das alles besser. Das sollten mal alle machen. Grandios, aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen die Welt erkunden. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich tun? Was will der Protagonist? Ja, wo startet, wo kommt er her? Wo geht er hin? Das ist ja immer, das ist ja quasi die dramaturgische Grundregel aller Geschichten, die man erzählt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also wenn man einen Raum betritt, übrigens geht automatisch diese Taschenlampe hier an. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Kann ich hier was nehmen? Nee. Guter Ort, um was zu nehmen eigentlich. Ja, sieht alles sehr lecker aus. Ist hier vielleicht irgendwie eine Notiz? Wäre eigentlich ein Klassiker. Ne? Kommst da hin, Schreibtisch, Notiz. Von vielleicht, weiß ich nicht, Esther zum Beispiel. Hier ist aber nix. Hier ist irgendwas. Nope. Dekoration. Was ist das hier? Auch nix. Oh, sieht das gut aus. Das sieht so unglaublich gut aus. Ah. Aber hier ist... Oh. Was ist das hier? Das ist doch frisch, Watson. Das ist HHHCCOH. HH. Das ist eine chemische Formelanordnung. Wie nennt man das? Kann mir doch mal ein Chemiker helfen. H ist Wasserstoff. O ist Sauerstoff. Richtig? O2. Was ist C? Guck mal, da hört es bei mir schon auf. Das ist aber noch lange her auch bei mir. Und ich habe auch nicht so gut aufgepasst. Also, wenn ihr noch in der Schule seid, bitte passt unbedingt auf. Man ärgert sich jedes Mal, wenn man aus der Schule kommt und merkt, ah, ich hätte doch Sachen machen müssen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hier ist ja geil. Das ist ja so eine Wendeltreppe, ne? Bin ich gerade in dem Leuchtturm? Oh, da komme ich aber nicht hoch, Leute. Da komme ich leider nicht hoch, Digga. Aber das sieht grandios aus. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur hier so mich umgucken. Und dann kommt aber wahrscheinlich noch dazu, dass da noch Story dazu kommt. Also, bin jetzt schon begeistert. So, hier war noch was, ne? Hallo, ist hier vielleicht jemand? Hallo? Hallo? Ist hier jemand?
Die Schatten auch sind auch nicht schlimm. Warte, was? Warte, was? Ist das ein Horrorspiel? Vielleicht. Ich kann auch nicht springen mit Space. Ich kann auch auf C nichts machen. Auf Shift passiert auch nichts. Dann müssen wir weitergehen, ne? Gehen wir hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch. Geht das überhaupt hoch? Ja. Was ist das denn hier? Ah, da ist nix. Ja, also die Atmosphäre ist schon mal Bombe. Das ist schon mal Bombe. Also wenn ihr das mit diesem Proteus mal vergleicht. Es ist ein bisschen anders. Würde ich jetzt mal behaupten. Lass uns mal unten. Was wäre unten gewesen? Wären wir unten lang gegangen? Da wäre Strand gewesen. Wir wollen aber hier mal hoch. Da hinten ist irgendwas, was leuchtet. Ich glaube, unsere Reise nimmt hier ein jähes Ende. Was ist das hier? Hat da jemand was hingemalt? Sieht so aus, ne? Aber ich kann nicht hüpfen und nix. Aber dann müssen wir halt hier lang. Ach doch, wir können. Ach so. Okay. Gefällt mir. Oh, die Aussicht. Die Aussicht. Oh, und die Sonne da. Oh Gott, ich krieg die Tür nicht zu. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Okay, da gibt's also irgend so einen Mann, der... guck mal, die Pflanzen drehen sich mit. Oh, schade. Macht nichts, sieht trotzdem gut aus. Der ist wohl... in einem Boot auf diese Insel gekommen, das keinen Boden hatte. Und so konnten nachts die Kreaturen des Meeres zu ihm hinaufklettern und mit ihm Konversation treiben und bla bla. Und dann ist er irgendwie hierher gekommen und hat sich wohl in dieser Höhle versteckt oder so. Und ich hab's jetzt nicht so ganz drauf auf Kette jetzt gerade. Und die Bewohner hier haben hier irgendwie Sachen für ihn vor die Höhle gelegt. Und er hat irgendwie 160 Jahre gelebt und so. Also es ist irgendwas Mysteriöses. Irgendwas Mysteriöses ist hier unterwegs und lass uns mal in die Höhle gehen. Wieso geht die Taschenlampe nicht an? Wäre ein ganz guter Moment gewesen. Oh, ist das... Oh, sieht das gut aus alles. Mann, ey. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Hier ist es schön, aber ich kann nicht springen. Ich kann beim besten Willen... Ich drücke alle Tasten, die es gibt auf der Welt. Nein. Das geht nicht. Aber es sieht schön aus. sehen wir hier vielleicht noch irgendwas in der Höhle? Also wenn ihr jetzt nichts seht, macht euch nichts draus. Ich sehe auch kaum was. Also eigentlich gar nichts. Ein paar Pflanzen und eine Wand. Na gut, dann gehen wir halt weiter, ne? Oh, sieht das schön aus. Mulle, 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 mulle. Okay, hier ist wieder so eine Stelle, wo ich eventuell rüber kann. Guck nicht runter. Guck nicht runter. Oh, shit. Nein. Okay, kann ich hier wieder hoch? Nope. Okay, ich musste wahrscheinlich hier runter. Ich musste wahrscheinlich hier runter. Wir sollten nur die Höhle kurz sehen. Und uns denken... Oh. Oh, da ist irgendwas. Was ist das hier? Ein Stein. Ein Stein, guck mal, ein Stein. Okay, ich wollte ja weniger albern sein. Das geht aber nicht. Gut aus, alles sieht so gut aus. Ah, hier ist irgendwas. Hier ist ein Korb. Was nennt man das Korb? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht damit interagieren. Nicht eine Dose. Kann ich eigentlich ins Wasser gehen? Ja. Cool. Kann ich eigentlich tiefer ins Wasser? Oh. Oh, oh shit. What? Leute! Oh! Oh! Nein, ich sehe Sachen! Oh Gott! Oh, krass! Okay, das war krass. Ich fühle mit dir, Hans-Joachim.
Okay, diese Körbe werden noch benötigt. Die werden noch benutzt, um irgendwie Krabben zu fangen oder so, ne? Hier, es war sehr intensiv gerade da im Wasser. Es war sehr, sehr, sehr intensiv. Hier geht's wieder hoch, ne? Lass uns doch mal direkt hoch. There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Jetzt seht ihr irgendwas von so Windkraftgeschichten, die hier wohl mal gewesen sind. Oh, guck mal hier. Aus irgendwelchen Gründen konnten die hier aber nicht bleiben und er fand es aber total interessant. Warte mal, das ist doch... Das ist... Das kenne ich irgendwo her. Woher kenne ich das? Das hat irgendwas mit Mathematik zu tun, Geometrie. Du machst hier dieses Dreieck. Und dann geht dann dieses größere Dreieck. Und dann kommt dieses größere Dreieck. Und dann kommt dieses viel größere Dreieck. Okay, warte mal. Das könnte doch ein Tipp sein, oder? Wenn dieses eine Dreieck kommt, dann passiert das andere. Dann geht das da hier los. Und dann macht er hier zu. Dann geht das da hier los. Macht er hier zu und dann geht es da hier los und dann müsste das quasi bis hier hingehen. Oder? Das ist ja ein Dreieck. Das heißt, es würde bis hier hingehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Okay, also das würde bis hierhin gehen müssen. Dieser Strich ungefähr. Und dann müsste hier der Strich... Ich verstehe es nicht. Ich kann ja eh nichts machen. E bringt nichts, Schiff bringt nichts, Steuerung bringt nichts. Alt bringt auch nichts. Okay, weiter geht's. Vielleicht ist es ein Tipp für später oder so. Oder vielleicht ist es ja auch nur so ein Sich-Umguck-Spiel. Wer weiß das schon? Das weiß keiner. I have found the ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Ja, irgendwelche Schiffe, die irgendwie Joghurt mit sich rumfahren, um irgendwie das weiter zu... Und dann sind hier aber keine Menschen, die das irgendwie essen können. Ich glaube, Hans-Joachim erzählt uns einfach nur eine Geschichte. Und wir laufen einfach dumm und dämlich hier über die Insel rum und gucken uns Sachen an. Was ja nichts Verkehrtes sein muss, ne? Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob ich hier vielleicht... ich kann ja nicht springen und nix. Ich glaube, wir müssen diese Treppe da hinten hoch. Warte mal, ist hier eine Zeichnung an der Wand? Hier rechts. Da. What the fuck? Was soll mir das sagen? Gar nichts. Ich weiß es doch nicht. Lass uns mal die Treppe nehmen. Mann, jetzt muss ich auch bei dieser Folge schon wieder Überlänge machen, weil man ja sonst ja überhaupt gar nichts von dem Spiel mitgekriegt hat, ne? Man weiß ja gar nicht, was hier eigentlich Sache ist. Es wird wahrscheinlich auch so bleiben, auch wenn ich nochmal 5 Minuten drauf haue, aber zumindest habe ich dann eine Ausrede, ne? Ey, ich habe euch immerhin noch 5 Minuten mehr gegeben. Und ihr könnt es euch ja besorgen. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel sehr teuer ist. Also wenn es euch irgendwie total interessiert auf einmal und ihr euch denkt, Mann, ich will wissen, wie es weitergeht, habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr nervt in den Kommentaren rum und sagt, oh, du musst es Let's Playen unbedingt. Oder ihr holt es euch selber. Und dann könnt ihr das selber exploren. Ich glaube, das ist sowieso der geilere Schritt bei so einem Spiel wie diesem hier. Ist so unglaublich langsam, der Hans-Joachim. Was passiert hier noch? Was erwartet uns noch? Gibt es noch Interaktion oder ist es ein Beobachtungsspiel? Ist deswegen die Grafik auch so gut? Weil die Atmosphäre toll sein soll. I fucking don't know. Komm, wir gehen hier mal hoch. Da oben werden wir schon irgendwie jemanden treffen oder irgendwas kaputt machen können. Hoffe ich.
Ach, die Aussicht und die Fjorde, die Fjorde. Hier sind gar keine Fjorde. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem jungen Mann. Guck mal, da hinten ist der Turm. Sind wir hier? Sind wir doch eben runtergefallen. Okay, das heißt, wir, also nicht gefallen, aber runtergegangen worden. Da hinten dieses rote Leuchten, das interessiert mich. Das impliziert nämlich Zivilisation. Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Okay, also wenn es Hans-Joachim ist, der da erzählt, dann hat er gerade erzählt, dass er ein Buch geklaut hat von irgendwem. Und hat angedeutet, dass das das Letzte sein wird, was er macht. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid. Or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay, also diese Kreidezeichnung an der Wand soll wohl bedeuten, dass da jemand irgendwie stirbt oder gestorben ist oder so. Er meinte, wenn da jemand stirbt, dann werden diese Linien gezogen. Ganz verstanden habe ich es nicht. Und er hat auch irgendwie angedeutet, dass er selbst irgendwie nicht mehr ganz so fit ist. Hat irgendwie eine Infektion angedeutet auch. Und dass diese nicht nur im Fleische ist, sondern wahrscheinlich meint er auch im Kopf. Guck mal, da unten ist eine Steinansammlung. So Stonehenge-mäßig, aber nicht so wie bei Stonehenge. interessant, interessant. Schöne Blumen. Hier ist auch so ein Stein. Ah, hier war ein Zaun, ne? I quote directly. A motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Er redet ja mehr in Rätseln, als dass er über irgendwie was erzählt. Ich bin selber ein bisschen überfordert. Wovon spricht er da? I don't know. Waren wir hier schon? Nee, ne? So unglaublich gut aus. Aber ich kann nicht laufen. Da hinten ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Es ist capsized. I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Okay, also er erzählt Esther, dass er I threw my arms wide and the cliff opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the Bothy on the Mount and tried to live here instead. It was cold at night, and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak, I must first venture even deeper into the veins of the island, where the signals are blocked altogether. Only then will I understand them, when I stand on the summit and they flow into me, uncorrupted. What? Okay, also alles sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Hier schon wieder diese Zeichnungen, die auf einmal so glow-in-the-dark-mäßig sind, mit diesen chemischen Anordnungen. What
the fuck? Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er erzählt, er wohnt jetzt hier. Hier, das sieht aus wie so ein Platz, wo man vielleicht sich umziehen würde und was essen würde. Guck mal, das sind Socken, ne? Das sind überdimensional große Socken. Und ein Anzug. Mit Krawatte. Crazy shit. Crazy shit. Und kommt man hier zum Boot? Man weiß, zum Schiff ist es ja. Es war ja ein Schiff. Sogar. Was ist hier? Origami. Schlauer bin ich immer noch nicht. Wer ist eigentlich Paul? Und wer ist eigentlich Esther? Fragen über Fragen. Die wir aber hier an dieser Stelle nicht mehr beantworten können, denn die Folge ist schon wieder mit Überlänge vorbei. Wenn ihr mehr erfahren wollt, holt euch doch mal das Spiel. Oder, ja, wie gesagt, nervt mich. Hä? Bin ich da... Bitte... Bin ich da nicht gerade reingegangen? Oder nervt mich, dass ihr das als Let's Play sehen wollt. Ob das passiert, weiß ich nicht. Das erfahren wir frühestens im Juli. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch trotz dieser irgendwie Leere ein bisschen gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch. Ansonsten sehen wir uns ja das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann. Tschüss.